Hi, hier spricht Kanu Kassel. Wir von der Kassel Family paddeln nicht nur, sondern segeln, surfen und kiten auch. Daher kennen wir auch die windigsten Ecken Europas. Hier befinden wir uns am Strand von San Pere Pescator im Golf von Rosas. Hier bläst der Tramontana. Und hier bläst Samira Kassel morgens bei Sonnenaufgang auch besonders gerne auf ihrem Saxophon. Der Tramontana ist ein oft mehrtägiger Starkwind aus den Pyrenäen. Er trifft mit 5 bis 8 Windstärken schräg ablandig auf den Golf von Rosas. Der Tramontana modelliert die Sandstrände ständig neu. Wir von der Kassel Family halten uns hier meist im milden Herbst auf, wenn sich die Sommertouristen schon verzogen haben. Unser Segel- und Windsurf-Basislager befindet sich auf dem schönen und sehr angenehmen Campingplatz Aquarius bei San Pere Pescator. Er hat bis Ende Oktober geöffnet. Heute herrscht ein recht moderater Tramontana von 4 bis 5 Windstärken, bei dem die leichtgewichtigen Frauen der Kassel Family auf ihre Kosten kommen. Heute am 11. Oktober wird Samira Kassel 15 Jahre alt und sie freut sich über den freundlichen Geburtstagstramontana. Samira hat heute ein neues 4 Quadratmeter Juniorenrig bekommen, das sie erstmals auf ihrem 2,45 Meter langen Highflyboard MAD 125 fährt. Damit ist sie sicher unterwegs und kann auch gut wenden und auf bewegtem Wasser einen Schotstart hinbekommen. Die zwei Finnen am Heck des Highflyboards sind mit 18 cm Länge extrem kurz. Erleichtern aber den Beachstart am Strand. Im Herbst befindet sich am Strand von San Pere Pescator leider kein Rettungsboot mehr, das abgetriebene Windsurfer und Kiter zurückholen könnte. Geht man aufs Meer, so muss man sich also sicher sein, dass man es packt und auch zurückkommt.
Auch Samiras Mutter Astrid wagt sich hier mit 46 Jahren noch auf dem Windsurfboard aufs Meer hinaus. Viele Frauen von der Sorte kenne ich nicht. Astrid surft hier übrigens mit dem letzten überlebenden Segel einer legendär haltbaren Robin Nash Segelkollektion, die ich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts benutzte. Das Windsurfen gehörte von Beginn an vor beinahe 40 Jahren zu meinen Lieblingssportarten, bis schwere Sportunfälle mich bremsten. Es fällt mir heute schwer, hier nur noch zuzuschauen. Doch ich werde nachher mit einer kleinen, wendigen Laserjolle hinaus aufs Meer schippern, als brauchbarer Ersatz fürs Windsurfen.